Dann schließen wir mal unsere Augen. Atmen tief durch. Nochmal tief einatmen. Und ausatmen. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr atmet durch euer Herz ein und wieder aus. Also wir aktivieren jetzt unser Herz mit Einatmen und Ausatmen. Und nochmal einatmen. Durchs Herz, durch Ausatmen. Und jetzt machen wir weiter und lassen es einfach immer größer werden, unser Herz, durch das wir ein- und ausatmen. Und es wird immer größer, es dehnt sich aus. Es bildet sich wie so ein energetischer Ball um uns herum. Und allein nur, dass wir durch unser Herz atmen, sind wir schon mit unserer Göttlichkeit, mit unserer reinen Seele verbunden. Und wir stellen uns jetzt vor, wie sich um uns herum erstmal eine Kugel bildet, die voll ist mit dieser göttlichen Energie. Und wir baden jetzt mal darin, denn die göttliche Energie ist die pure Liebe. Die göttliche Energie ist die pure Wahrheit, ist die pure Freude, die wir spüren dürfen. Die pure Schönheit. Und wir laden uns damit auf und spüren in uns rein und merken, dass das unser absolut normaler Seinszustand ist. Und jetzt fangen wir an, uns zu entspannen. Einfach komplett zu entspannen. Wir entspannen unsere Füße, unser Knöchel, unsere Waden, die Knie entspannen sich, die Oberschenkel, unser Gesäß, unser Becken, unser Bauch, unser Brustkorb, unser Hals, unsere Schultern, unsere Arme, unsere Hände. Wir entspannen unseren Hals, wir entspannen unser ganzes Gesicht, lassen alles los. Wir entspannen uns und wir spüren, wie wir uns langsam, langsam zurücklehnen, soweit ihr könnt, je nachdem, wo ihr sitzt. Entspannt euch ganz komplett und spürt, dass ihr in einem Netz aufgefangen seid, ein Netz voll Liebe. Ein Netz mit kompletter liebender Freundlichkeit. So eine Mutterliebe-Gefühl, so, oh, wie schön du bist. Oh, wie schön, dass du da bist. Wie perfekt du bist, wie wunderbar du bist. Und geh in diesem Gefühl auf
dass alles gut und richtig ist. Und jetzt kannst du mal runtergehen, ganz runter durch deinen Körper hindurch. Mit deiner Aufmerksamkeit gehst du nach unten durch die Füße in die Erde hinein. Und geh mal mit deiner Aufmerksamkeit ganz nach unten in den Mittelpunkt des Planeten, in den Mittelpunkt der Erde. Und dann schau mal nach oben oder um dich rum und nimm all die anderen Wurzeln wahr, die auch da unten verankert sind. Das sind Wurzeln von Menschen, von Tieren, von Pflanzen. Sogar das Wasser, die Meere sind verwurzelt. Und alles bildet eine wunderschöne Einheit. Und jetzt gehst du mit deiner Aufmerksamkeit wieder nach oben. Durch deinen Körper hindurch. Gehst durch deinen Kopf mit der Aufmerksamkeit nach oben, nach oben. Durch die Wolken hindurch. Und gehst weiter und weiter. Und schaust mal, was du für Farben dort oben siehst. Was für Farben begegnen dir, wenn du immer weiter und weiter nach oben reist? Lass dir einfach an dir vorbeischweben, diese Farben. Du bist auf dem Weg ins Unendliche nach oben. Und reise weiter und weiter und weiter. Jetzt bist du ganz, ganz oben angelangt. Du darfst dort bleiben einen Moment. Und jetzt schau mal nach unten. Du siehst, wie die Erde sich dreht, wie der Zeitstrahl sich bewegt. Und jetzt drehst du den Zeitstrahl auf 1. Juli 2020. Und jetzt kommst du wieder nach unten, langsam. Komm langsam nach unten. Ganz langsam gehst du jetzt wieder in deinen Körper, über den Kopf. Atmest nochmal. Verankerst dich wieder. Deine Füße, Knie, dein Becken kommt an. Dein Bauch ist da, deine Schultern sind da. Deine Arme sind da. Und jetzt kannst du langsam zurückkommen. Und jetzt sind wir am 1. Juli 2020. Herzlich willkommen. Jetzt möchte ich euch fragen, wie ist es jetzt? Was läuft da bei uns? Was machen wir? Was machst du? Wie sieht die Welt aus? Für mich gereinigt. Für mich gereinigt. Ja, erzähl, gereinigt. Gereinigt. Gereinigt und ich sehe mich am Strand laufen.
so richtig befreit, aber laufen so, als würde ich auf Watte laufen, so leicht und locker, so ohne Beschwerden. So, ja, als hätte ich ein Reset hinter mir. Schön. Was arbeitest du? Arbeitest du überhaupt? Gute Frage. Ich habe das gar nicht irgendwie in Betracht gezogen. Vielleicht sollte ich in Pension gehen. Doch, ich glaube, es ist, läuft wieder langsam an. Aber das war gar nicht so meine Priorität. Ich sehe eben die Leichtigkeit von mir. Cool. Angelika, was machst du? 1. Juli 2020? Ich bin voller Freude. Sag nochmal. Ich bin voller Freude und irgendwie erleichtert. Aber was ich mache, weiß ich nicht. Hauptsache, du machst es erleichtert und in Freude, oder? Dann ist eh alles gut. Mhm. Und Hans und Elisabeth, was macht ihr? Was machst du? Ich bin im Engadin und ich freue mich da meines Lebens, weil alles so schön ist. Es ist alles viel leichter als vorher. Die Menschen gehen viel mehr aufeinander zu. Die sind viel friedlicher miteinander und es, ja, es herrscht Frieden irgendwie. Das finde ich so eine wunderbare Vorstellung. Viel menschlicher, viel mehr miteinander und dieses Konkurrenzdenken und Konkurrenzhandeln ist einfach wie weg. Die Menschen haben es einfach gut miteinander und freuen sich, dass sie da sind und freuen sich. Ja. Schön. Es gibt ganz viele Menschen bei mir, die sich das Ganze nicht einsortieren können und die Hilfe brauchen beim Einsortieren. Was mache ich jetzt eigentlich? Es ist alles so anders. Ich weiß nicht, wie das geht. Genau. Das glaube ich auch. Genau das glaube ich auch. Es gibt keine Regeln mehr, an denen man sich orientieren muss, an keine bekannten Regeln mehr groß. Eigenverantwortung ist aufgetreten. Ja. Ganz viel Eigenverantwortung, eigene Entscheidungen. Wow, Hilfe! Was gar nicht so einfach ist, ja. Da kommen viele Leute nicht zurecht und brauchen Hilfe. Ja, weil sie halt auch nicht das gelernt haben. Logisch nicht. Wo auch? Gudrun, hast du auch eine Vorstellung vom 1. Juli 2020? Ich war spazieren, die Sonne schien. Ein paar wenige Kinder waren da und haben ganz ausgelassen gesprochen, ganz ohne Hektik oder Aggression, die ich mittlerweile von vielen Kindern kenne. Also ganz friedlich. Insgesamt weniger Menschen unterwegs. Es war ruhiger. In mir war es ruhiger und völlig entschleunigt alles. Schön, ha? Könnte so bleiben, auf jeden Fall. Ja, das ist, wir können das entscheiden. Wir können das kreieren. Wir haben die Power. Und natürlich kann es auch noch irgendwo Orte, Situationen geben, wo das nicht so ist. Aber wir können entscheiden, dass es in unserem Leben einfach so ist. Ja? Und das ist das Schöne, diese Eigenverantwortung und zu sagen, hey, du kannst das entscheiden. Das finde ich mega. Richtig cool. Seht ihr, so zum Beispiel einfach nur sowas zu machen und auch eben jetzt haben, ihr wart ja nicht fokussiert, aber das kann man auch mit Beruf machen, ja? Einfach sagen, ja, wo wäre ich denn dann? Aus dem Blauen heraus, was würde ich denn machen? Und da gibt es ganz schön coole Geschichten, ja? Wir können noch viel, viel größer denken. Wir wissen ja nicht, wo es aufhört, oder? Also, I don't know. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Das war jetzt halt auch wieder improvisiert.